erfahren Sie, wie Sie Ihre Festo-Geräte in MyFesto verwalten können. Beginnen Sie im MyFesto-Bereich, wo Sie den Menüpunkt Devices finden. Über diesen Menüpunkt gelangen Sie zum Gerätemanagement, wo Sie eine Liste der Geräte führen können, die Sie physisch besitzen. Um ein weiteres Gerät zu dieser Liste hinzuzufügen, können Sie auf Register Device klicken und einen gültigen Festo-Produktschlüssel eingeben, woraufhin eine Vorschau für das Gerät angezeigt wird. Durch einen Klick auf Register Device wird das Gerät in die Liste aufgenommen. Wenn Sie hier auf den Product Key klicken, wird die Seite mit den Gerätedetails geöffnet. Im oberen Bereich sehen Sie einige grundlegende Geräteinformationen sowie eine Auswahl von Links. Ein Link, der zum Ersatzteilkatalog von Festo führt. Ein anderer Link, der zur Katalogseite des Festo Online Shops für dieses Produkt führt. Und einer, der direkt zum Download-Bereich führt, wo Sie Handbücher und andere Dateien zum Herunterladen finden. In dem Abschnitt darunter, mit der Überschrift Security Advisories, können Sie Informationen über gemeldete Schwachstellen sehen, von denen dieses Gerät betroffen sein könnte. Jeder Eintrag ist mit einem Kritikalitätswert versehen und je nach Schweregrad farblich gekennzeichnet. Wenn Sie diese Meldung öffnen, sehen Sie eine kurze Beschreibung der Sicherheitshinweise. Hier stehen außerdem das Veröffentlichungsdatum der Sicherheitshinweise, die Version, ein Link zur Meldung auf der Webseite des VDE-Verbands und einige Dateien zum Herunterladen mit weiteren Informationen. Im letzten Abschnitt der Gerätedetailseite sehen Sie die Softwarelizenzen, die diesem Gerät derzeit zugewiesen sind. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein VTEM Motion Terminal mit einigen zugewiesenen Motion Terminal Apps. Hier können Sie zudem die Lizenzdatei für dieses Gerät herunterladen oder in die Festo App Welt abspringen, wo Sie weitere Softwarelizenzen erwerben können.